Jo Leute, was geht ab? Wir spielen zusammen mit Mace Hayes. Hallo Matze. Hallo. Hallo. Spielen wir zusammen War Thunder. Wie ihr schon seht, ein Free-to-Play-Spiel. Nein, jetzt wechselt das Bild. Ist ein Flugzeugsimulator, meiner Meinung nach, oder Flugzeugkriegssimulator. Man kann natürlich Panzer schlachten. Wir spielen aber nur den Flugzeugmodus. Und das ist ein Free-to-Play-Spiel. Man bekommt EPs, ähnlich wie bei League of Legends, wenn man gewinnt. Und davon kann man sich dann, hier bei der Forschung sieht man das, neue Flugzeuge erarbeiten, sag ich mal. Das ist alles einfach, umso mehr man spielt, desto weiter kommt man. Wir sind jetzt im T2-Baum, haben ungefähr 20 bis 30 Spielstunden. Und T5-Baum gibt es natürlich dann die Düsenjets, und hast du nicht gesehen, keine Ahnung, was das. Ja, okay, nicht Düsenjets, aber schon heftige, oder? Doch, das sind Düsenjets zum Teil, ne? Fünfer sind größtenteils eigentlich die Düsenflugzeuge, ja. Genau. Und hier kann man dann noch, wenn man sich so einen Premium-Account holt, hat man hier besondere Sachen, aber die sind nicht, also die sind nicht besonders stärker, man kann nur schneller leveln. Das ist der Vorteil, wenn man bezahlt. Genau, dann haben wir hier verschiedene Länder. Man kann die Ami-Flugzeuge nehmen, man kann die Deutschen, die Achsenmächte nehmen, man kann die Russen nehmen, man kann die Briten nehmen oder die Japaner. Wir spielen mit den Russen, muss natürlich. Das sind die Deutschen, hier sind die Russen. Und bevor ich euch einfach das Ganze erkläre, starten wir mal ein Spiel. Ich kann vorher nur noch kurz mal reinschauen. Wir haben unten eine Leiste, das bedeutet, wenn ein Flugzeug kaputt geht, können wir ein Ersatzflugzeug nehmen. Dann kann man die noch hier modifizieren, dass wir zum Beispiel Waffen abändern. Man kann den Raketen oder Bomben draufbauen. Nur dann sind die natürlich langsamer, hat alles Nachteile und Vorteile. Wir werden mal hier Forschungsziel festlegen. So legt man ein Forschungsziel fest. Das bedeutet, in den nächsten Kämpfen bekommen wir EP, und wenn wir 390 EP, also Forschungspunkte, bekommen haben, ist das freigeschaltet, oder man kauft sich das für 70, in Klammern, ich nenne es einfach Riot Points, halt, ne, diese Premium-Punkte, Das sind hier Golden Eagles, Golden Adler. ja, ich möchte die kaufen, so, das war jetzt einfach ein paar Sachen. Wir haben alles ausgerüstet, das heißt, sind wir schon in einer Gruppe. Wir sind mit Massa in einer Staffelkolonie, man kann zusammenspielen. Und wir machen einfach mal Spiel suchen. Und jetzt sieht man hier, wie viele Leute suchen, aus welchen. Oder hat man ganz kurz gesehen. Hättet ihr mal pausieren müssen. Normalerweise dauert die Suche ein bisschen länger. Aber wir haben sofort ein Spiel gefunden. Das ist, man spielt wirklich nur gegen menschliche Gegner. Meistens so 10 gegen 10, 20 gegen 20, sowas. Wir nehmen jetzt die Luck. Und dann fliegen wir gleich mal los. Wir haben jetzt hier noch Tarnansicht. Man kann also auch die Tarnung ändern. Man kann die bemalen. Man kann ihnen irgendwelche Extras machen, wie zum Beispiel, dass die so eine rote Spur hinterlassen. Als Beispiel habe ich das zum Beispiel gemacht. Dann kann man hier so ein bisschen Spaß halber so ein paar Stunts machen. Ja, aber lohnt sich natürlich nicht. Also ist nur für einen selber. Wir haben links oben die Anzeige. Wir fahren jetzt zum Beispiel mit 100. Ja, also wir geben immer ein bisschen mehr Gas, als wir dürfen. 100% ist die Normalgeschwindigkeit. Wir drücken mal auf Turbo, damit wir noch ein bisschen schneller sind. Lack sind nämlich, ja, jedes Flugzeug hat seine Spezialitäten. Die Japaner sind zum Beispiel, die waren sehr wendig, oder? Ne, die sind irgendwie von oben nach unten extrem stark. Also, Also, die sind wendig und die haben starke Kanonen, die aber sehr ungenau sind. genau. Lachs sind zum Beispiel extrem schnelle Flieger, deswegen fliegen wir auch so übertrieben schnell, damit wir einfach die anderen einholen können. Dann haben wir die Höhe halt angezeigt, man sieht Berge, natürlich kann man Fallschirm benutzen oder so. Man kann auch, was ich hier zum Beispiel machen mit L, nee, mit G war das, ne? Kann ich ja das Fahrwerk ausklappen, wenn man landen möchte, falls das kaputt ist. Also man ist noch nicht automatisch verloren, man kann es reparieren. Jetzt haben wir da unten einen eingepeilt mit mittlerer. Ne, warte, wir peilen den dahinter an. Weil sonst holt der uns. Und man hat so eine kleine Schusshilfe, die man nicht unbedingt benutzen muss, aber kann. Ich weiß gar nicht, ob die immer. Ich glaube, die ist auf 400 Meter begrenzt, oder? Kommt auf die Waffen des Flugzeugs an. So, der ist extrem wendig, hat man gesehen. Ein Spitfire ist es. Aber man sieht, wir sind schneller als der. Wir holen den langsam ein. Wir müssen den einmal nur erwischen. Wir haben nämlich fette Kanonen geballert. Also natürlich ein MG und extrem fette Kanonen. Da haben wir einen kritischen Treffer erzielt. Wir haben nur zweimal geschossen und ihn sofort getroffen. Aber da sieht man schon, dass er viel wendiger als wir ist. Aber jetzt wird der abstürzen, glaube ich, oder? Nein, der hat überlebt, der hat überlebt. Ich bleib dem, oder?
Doch, der ist. Au, der hat. Der Brand wird gestillt von dem. Ich mach einen Schutz. Also, ich kann den nicht weiter verfolgen. Ist unklug. Weil er ist einfach wendiger. Ich kann diese engen Kurven nicht nehmen. Meine Stärke liegt an der Geschwindigkeit. So. Man kann sich mit C sozusagen umschauen, wie bei Arma die Alt-Taste. Jetzt wenn wir uns hier... Oh, 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 oh. Nee, oh. Oh, da mal gut kassiert. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass die hinter mir sind. Sonst müsste ich eben Matze fragen, ob der mir helfen könnte. Jetzt werden wir mal eben hier den Rauch ausmachen, weil sonst wissen die Gegner immer, wo wir sind. Oh, da wurden wir getroffen, da wurden wir getroffen. Jetzt sieht man, links ist... Ah Gott, jetzt blenden wir sogar. Links in der Mitte ist sogar so eine Anzeige, was genau defekt ist bei uns. Oh, je, je, je. Kommst du auf mich und er sieht so aus... Ja, ich komme auf dich zu. Er sieht so aus, als unser Ruder leicht defekt ist. Nein, unser Rumpf ist nur defekt. Aber das merkt man, weil ich extrem schlecht lenken kann. Ihr seht schon, er ist nicht mal, er ist extrem schlecht kontrollierbar. Matze. Versuch schon, du musst mir helfen. Ich versuch nochmal da oben einen wegzuholen. Ich versuch noch. Ich habe noch einen Treffer erzielt, aber leider nichts Ernsthaftes. Mein Sprit, ich habe einen Sprit-Lag. Sieht man jetzt links oben. Das heißt also, mein Sprit läuft aus. Allzu lange werde ich nicht fliegen können. Aber ich, mein Flugzeug ist auch schon gut durchlöchert. Jetzt ist mein Rumpf komplett schwarz, also da ist nichts mehr zu retten. Ich müsste jetzt landen. Oh, jetzt ist der nächste hinter dir. Ich kann, ja, oh, du verlässt dein Flugzeug. Jetzt können wir noch den Fallschirm ziehen mit J. Dann fliegt man raus, dann muss man nicht so lange warten, bis man das nächste benutzen kann. Oder da wurden wir echt vernichtet. Die Spitfires, die sind extrem wendig. Nehmen wir aber eine Jagd, weil ich glaube, die Jagd war auch ziemlich wendig, oder? Ah, leider auch nicht wirklich. Okay. Aber wir haben uns trotzdem dafür, dass wir so lange geschossen wurden, haben wir uns echt lang gehalten. Und bei der Jack, sieht man da unten, habe ich mir 6 Raketen geholt. Das ist, wenn man gegen die Bomber kämpft. Es gibt also Bomber. Das Ziel ist es, entweder alle gegnerischen Flugzeuge auszuschalten oder alle Bodenziele zu töten. Hier fahren also irgendwo Panzer durch die Gegend. Wir beschränken uns natürlich, oder wir haben einfach den Spaß, indem wir nur die Flugzeuge kaputt machen, weil ich finde so eine schöne Luftschlacht einfach viel, viel besser. Hier können wir auch die Map öffnen, da sieht man das, die genauen Anzeigen, was wo ist. Genau. Wir schauen jetzt auf die Minimap, wo die meisten Flieger sind. Da unten ist eine P36. Da ist eine Lack. Wollen wir da hier Lack holen? 3 Kilometer. Sofern wir aber nichts Besseres finden, werden wir auf die Lack gehen. Ist halt ein Extrem, also mir macht das... Es macht schon zwischenzeitlich mega viel Spaß. Ist natürlich nervig, wenn man irgendwann mal so eine echt scheiß... Ja, sag ich mal, scheiß Run hat, dass man die ganze Zeit stirbt. Passiert auch, aber das hast man mal in jedem Spiel. Hast man zuerst, dass du die ganze Zeit irgendwann mal abgeknallt wirst. Und es ist Free-to-Play, also ihr könnt es euch ja mal installieren. Au, ich habe ein Flugzeug gleich zerstört. Was? Die mächtigen Kanonen. Ich habe halt MK-Kanonen eingebaut. Ich weiß nicht, ob man es mit MK-Mod vergleichen kann. Extrem dicke Geschütze sind das und die vernichten übertrieben. Also die sind... Ich glaube, die sind 50. Kurz unterbrechen. MK bedeutet hier nur Main Cannon quasi. Also okay. Hauptkanone. Okay. Ich habe hier wieder einen gefunden. Oh, feindliche Basis wurde zerstört. Das ist schon mal sehr gut. Das Flugzeug, also der Typ ist rausgesprungen aus dem Flugzeug, hat das aufgegeben. Sieht man, weil der keinen Arm mehr hat. Mit mittlerer Maustaste kann man die immer markieren, damit man den mal nicht verliert. Aber soweit ich weiß, gibt es auch so Luft- und Bodenkämpfe gleichzeitig. Dass man gegen Luft- und gegen Bodenpanzer kämpft. Jagd 7 auch abgestürzt. Hat mich gerammt. Okay. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt so eine scharfe Kurve genommen, da wird das Bild schon ein bisschen schwarz, deswegen dem Überdruck. Also ist, oh, da wird unser Teammate attackiert. Dem versuchen wir doch zu helfen. Nur dann sind wahrscheinlich ein paar Flieger hinter uns her. Du musst zu mir fliegen. Er fliegt von mir weg. Aber jetzt haben wir den. Oder? Er ist 30, 300 Meter vor uns.
Oh, da haben wir einen kritischen Treffer erzielt, er brennt. Und Flugzeug zerstört, jawohl. Sehr gut. Und jetzt holen wir uns den. Jetzt holen wir uns den. Wieder Übergewicht, oh. Die sind mega wendig, das ist echt ärgerlich. Ein Treffer gelandet, wenn wir Glück haben. Also es reicht auch nur ein einziger Treffer, wenn man zum Beispiel seinen Ruder oder so trifft, dann ist es noch ein Treffer. Das ist gut, Missionsziel abgeschlossen steht da, ich weiß nicht, was für ein Missionsziel war. Die haben kleine Basen und wir haben gerade eine kleine Basis zerstört und siehst du auch oben in der, in der Balke ist das Helden, also das Flugplatz-Symbol da. Warte, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ein Teammate hat mich so derbe gerammt, so ein Idiot. Ich war die ganze Zeit hinter ihm her und er kommt einfach dazwischen und rammt mich. Ich weiß nicht, wie man so ein Idiot sein kann. Ah, jetzt kannst du weiter erzählen. Gibt es leider, ja. Das heißt, unsere nächste Mission wäre jetzt quasi, den gegnerischen Flugplatz zu vernichten, wodurch wir eigentlich schon den sicheren Sieg hätten. Weil dadurch können die Gegner keine weiteren Flugzeuge mehr spawnen und sie verlieren stetig extrem viele Punkte, also wirklich sichtbar. Okay, die Punkte habt ihr oben in der Mitte angezeigt, die blauen sind wir, die roten sind die Gegner. Oder? Ja, ist ja immer so, glaube ich. Und was man eben noch gesehen hat, wollte ich jetzt Matze nicht dazwischen reden, weil der Matze, der redet immer gerne sehr langsam. Deswegen habe ich es gelassen, aber ihr habt gesehen, ich kann auch nicht unendlich viel schießen, denn nach einer Zeit muss ich nachladen und dann seht ihr links oben, dann steht dann MK oder Primary, steht, dass es nachgeladen wird. Wollte ich eigentlich sagen, aber ich wollte jetzt Matze auch aus Höflichkeitsgründen nicht unterbrechen. Das ist nett von dir, danke. Jetzt haben wir hier vier Flieger, da möchte ich nicht unbedingt rein. Ich versuche meinem Teammate zu helfen. Er wird von einem MiG attackiert, ich hasse MiGs. Die haben mich am Anfang immer getötet. Oh, die haben wir getroffen, die haben wir getroffen. Oh nein. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass sie hinter mir her ist. Die Sache ist halt, die Russen sind extrem schnell. Und wenn man einmal vorbeifliegt, dann kann's... Oh, den haben wir getroffen. Die rammen auch hier. Ihr müsst aufpassen, wenn die rammen extrem gerne sich gegenseitig. Und wenn ihr einmal weggerammt werdet, dann bekommt keiner von den beiden die Punkte. Das heißt... Ah, jetzt hier, man kann auch zoomen, wie ihr seht. Da jetzt seht... Oh Gott. Er hat jetzt das Tempo verringert, damit er hinter mich fliegen kann. Ihr seht jetzt links oben, MK wird nachgeladen, das ist sozusagen meine Main-Kanone. Jetzt kann ich so lange noch mit dem MG schießen, was natürlich irgendwann auch nachgeladen werden muss. Jetzt haben wir den zweimal am linken Flügel verletzt. Und jetzt müssen beide Kanonen nachgeladen werden. Die Zeit nutzen wir, um einfach wegzufliegen. Wir gewinnen ein bisschen an Höhe, damit wir gleich wieder einen Sturzflug machen können. Mal gucken, ob jemand hinter uns ist. Sieht aber nicht so aus. In 5 Sekunden können wir wieder schießen. Das heißt, wir drehen. Wir wurden aber schon getroffen. Wie man links sehen kann, unser Rumpf oder unser Hauptteil ist schon leicht zerstört. Uiuiui. Jetzt. Wen nehmen wir? Wir nehmen den hier. Die F-490. Oh, da werden wir beschossen, da werden wir beschossen. Da müssen wir uns selber eben... Müssen wir selber eben ein kleines Manöver machen. Beim Überlass. Oh, mit Zoom. Nein, jetzt haben wir den zwar getötet. Aber wir sind selber down gegangen, weil wir gegen die Wrackteile geflogen sind. Aber wir haben trotzdem die Punkte bekommen. Der Gegner hat, glaube ich, die Punkte nicht bekommen. Weil fürs Ram bekommt man keine Punkte. Aber hätte man den jetzt nur schwer verletzt, dass er zwar wissen würde, dass er down gehen würde, also dass er nicht mehr weiterfliegen kann, wenn man zum Beispiel das Ruder oder so oder das Höhenruder kaputt schießt, dass er dann wirklich nur noch weiß, dass er nur abstürzen wird und dann noch einen mitnimmt, dann bekommt keiner die Punkte. Also Ram ergibt keine Punkte erst, wenn die in einem Fight untergehen. Es kann auch sein, dass man sofort den Piloten rausschießt, wenn man in die Scheiben reinschießt. Matze, wir müssen mal zu zweit nebeneinander fliegen. Ich möchte mal so einen Screenshot nachher machen. Dass wir dann als Thumbnail benutzen können.
Man kann auch nicht nur Jagdflieger spielen, sondern es gibt auch Bomber, die sind dann darauf spezialisiert, die ganzen Panzer und alles wegzubomben. Okay, ich denke, der wird down gehen. Da muss ich nicht drauf schießen. Ich helfe dir. Oh, da sieht man auch ab und zu schießt man eine Flak. Okay. Er will dich abfangen, aber er schickt. Ich bekomme ja nicht gefangen. Ah, jetzt fliegt er nach oben. Der will mich abschütteln. Aber nicht mit Mukaru. Die Sache ist, ich bin halt wirklich schneller als er. Und das macht mir Sorgen. Er kann halt extrem die Kurven fliegen. Da haben wir den getroffen. Ich glaube, da werden wir beschossen. Ja. Oh. Oh, das war knapp. Jetzt muss ich leider von ihm loslassen, Matze. Wahrscheinlich musst du mir gleich helfen, weil er wird sich hinter mich. Ich bin noch an ihm dran. Okay. Ich versuche in der Zeit den hier. Anderen Teammates zu helfen. Wir haben mal getroffen. Jeder Hit ist also wirklich gut so. Jeder Hit macht irgendwas am Flugzeug kaputt. Ich würde auch gerne mal so einen Japaner oder so einen richtig wendigen kriegen. Muss nicht unbedingt Japaner sein. Oh, da haben wir nochmal gut getötet. Es können also, wenn ihr mit Teammates zusammenspielt, ist doch egal, ob ihr verschiedene Flugzeuge habt, also die einen von Japaner oder so. Oh, kritischer Treffer. Da bringt der. Jetzt müssen wir nachladen. Ich kann leider nichts mehr machen, deswegen entgehe ich dem mal. Der ist noch nicht kaputt, also kann sein, dass wir das Feuer gestillt bekommen. Wenn nicht, dann wird der verbrennen innerhalb von ein paar Sekunden. Jetzt haben wir wieder die dicke Kanone bereit. So, da haben wir jetzt, Rumpf wurde beschädigt. Das heißt also, er ist schon ordentlich weggebrutzelt. Geht er gerade auf die Hurricane, oder? Kritischer Treffer. Ich glaube, dem habe ich eigentlich das Höhenruder so kaputt gemacht. Irgendwas haben wir den getroffen. Hat die Kontrolle. Ach, der hat die Kontrolle über das Heck verloren. Ja, dann ist er dann. Das ist genau. Sehr gut. Heck, kann der Flugzeug zerstören. Oh, da oben ist einer. Es gibt halt auch, ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, die Amis, die haben vorne mega gut gepanzert. Also gegen die darf man niemals im Vorne-Fight kämpfen. Oh, da haben wir den wieder was kaputt gemacht. Sehr schön. Der brutzelt. Jetzt versuche ich den noch. Ich versuche da gerade mal einen Assist aufzuholen. Mein Wasser ist okay. 95. Wie kann ich schon mal den Motor ausmachen? Mit S einfach zurück quasi. Okay, wir werden jetzt mal den Motor ausmachen. Somit kühlt nämlich das Wasser ab. Und werden jetzt wieder einfach anmachen. Ne, es gab noch irgendwie so einen Antritt, dass man den Motor direkt ausmachen konnte. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wir haben zwei Verfolger. Okay, wo? Ah da, okay, ich hab's gesehen. Ja. Einer ist hinter mir, ich setze mich hinter den, der sich hinter dich setzt. Okay, ich gehe auf den BF. Aber der fliegt weg. Ne, der wendet jetzt. Flugzeug zerstört. Ich habe meinen Down, aber ich werde jetzt auch ordentlich. Ja, der andere. Ja, mein Rumpf ist kaputt. Mein Rumpf ist zerstört worden. Ich habe leider keine guten Kanonen auf dem Flugzeug hier. Oh, kann ich das sind Doppeldecker, die sind mega wendig. Aber die gehen auch extrem schnell. Ja, ich kann nichts mehr machen. Es sind zu viele. Ich bin jetzt mega träge geworden dadurch. Ich komme nicht. Krieg die Kurve nicht schnell genug, weil ich schon so kaputt bin. Ich versuche noch einen mitzunehmen. Jawohl, einen habe ich. Nein, ich habe noch kritische Treffer verursacht. Jetzt muss ich auch meinen Motor ausmachen. Mein Wasser wird wieder heiß. Jetzt habe ich Motor wieder angemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch was nehme. Also ich bin extrem träge geworden und ich sehe, du bist auch schon ziemlich kaputt gegangen. Mhm. Und der ist immer noch hinter mir her, der Doppeldecker. Ich werde jetzt versuchen, den durch geschickte Manöver ein bisschen abzulenken. Na, jetzt hat er mir komplett das ganze Heck zerstört. So ein Doppeldecker haben wir auch. Das sind so die T1-Flieger meistens. Finde ich aber sehr schlecht, weil die gehen so extrem schnell kaputt. Jetzt haben wir nur noch ein Flugzeug.
Sollten wir keins mehr haben, können wir noch weiter zuschauen, bis die Schlacht zu Ende ist. Oder wir können sofort leaven, dann bekommen wir, glaube ich, den größten Teil der XP. Obwohl, nee, ich glaube... Aber nicht den Bonus. Genau, man bekommt nicht den Schlachtbonus. So, da haben wir eine BF. Ach, ich habe noch gar nicht die Raketen getestet, ne? Müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Und da dammt mich eine einfach. Oh, so ein Schwachmat. Das sind die größten Schwachmaten überhaupt. Jetzt suchen wir mal den Matze-Hatze. Ich bin down, ich versuche gerade noch sicher zu landen. Genau. Da mal Maze. Ja, aber das Landen bringt dir ja auch nichts, sofern du nicht auf einem Flugfeld bist, ne? Doch, du kriegst Bonuserfahrung und deine Mannschaft kriegt Bonuserfahrung. Okay. Der Matze ist da ziemlich gut gelandet. Man kann jetzt hier noch so nachgucken. Mitten im Feld. Jetzt kann er, glaube ich, mit J den Fallschirm benutzen oder halt einfach aussteigen, ne? Mhm. Ja, kann er sich nochmal zusätzliche Erfahrung und Geld bekommen für das Land. Okay, sehr schön. Hat er sich jetzt hier im Haus verzogen, gründet eine Familie. Irgendwann, wenn hier alles sicher ist, kommt er zurück. Jetzt können wir die anderen Flieger gucken. Hier hat einer eine M2 Pierce-Shooter. Was haben wir noch? Hier ist ein Bomber zum Beispiel, den der Matze jetzt hat. Nein, stopp. Das ist kein Bomber, den ich hier habe. Sondern? Was ich gerade habe, ist ein Angreifer. Nennt sich das Ding. Ich kann ich mal kurz zeigen. Ich habe nach hinten ein Geschütz raus und ich habe nach vorne mega viele Geschütze. Also ziemlich mächtige Geschütze. Okay. Also gegen den dürft ihr auf keinen Fall von vorne fighten. Ihr müsst ihn von oben angreifen. Ihr müsst vorne die Piloten töten. Bei dem ist es auch so, der hat ja zum Beispiel zwei Piloten, kann man sagen, weil einer schießt ja nach hinten mit dem MG. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den töten würdet, dann hat er kein MG mehr nach hinten. Und da sieht man, er kämpft gegen Leute von vorne und er ist einfach so gepanzert. Du hast den gerade zerstört, naja, da fliegt er. Ja. Und auch wenn man seine Propeller da qualmt, das ist denen meistens egal, weil die sind extrem... Ja, die sind extrem zuverlässig. Mhm. Und robust. Sehr robust, halten viel aus. Und ja, können meistens auch relativ gut austeilen. Und haben auch manchmal die Option, dass man eben Bomben noch mit tragen kann. Habe ich jetzt bei dem hier ausgestellt, weil dadurch ist man natürlich auch nicht mehr ganz so wendig. Genau, also jegliche Modifikationen haben natürlich auch Nachteile. Ob du schweren Motor nimmst, ob du Leichtmotor nimmst, ob du schwere Geschütze nimmst oder Raketen oder Bomben, ist natürlich, ne, es wird an der Flexibilität, Wir haben gewonnen. Ja. Wir haben gewonnen. Also es wirkt sich auf die Flexibilität aus. Wir haben jetzt gewonnen. So sieht das aus. Man bekommt am Ende IPs. Was haben wir denn hier? Zack, ein paar Sternchen bekommen. Glückwunsch, die Forschung wurde abgeschlossen. Das heißt also, mein Jack-1B hat jetzt einen neuen Kühler bekommen. Ne, er hat einen neuen Rumpf bekommen. Den kaufen wir jetzt. Und dann können wir aussuchen, was als nächstes erforscht wird. Natürlich offensiv, ne? Damage immer, Kanonen. Da sieht man, der hat ein bisschen EP bekommen. Erforschte Einheit. Klicken wir auf OK. Das bedeutet also, ihr habt jetzt gesehen, wir haben ungefähr so ein Stück EP bekommen, das heißt nur so 5-6 Kämpfe und wir haben das Flugzeug abgeschlossen. Ja, deswegen würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es ist jetzt kein dauerhaftes Projekt, es ist einfach nur so, wenn uns langweilig ist, wenn wir mal Bock haben, einfach War Thunder zu spielen, haben wir gesagt, ja, können wir doch mal aufnehmen. Vielleicht zockt ja einer von euch mit, ist kostenlos das Spiel. Saugt es euch bei Steam, paar MBs und spielt mit uns. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Jo, Leute, ich hoffe, War Thunder hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Es ist kein dauerhaftes Projekt. Flamet nicht rum. Und ja, kostenlos, saugt es euch. Hier oben habt ihr jetzt noch eine letzte DayZ-Folge und unten die letzte Standalone-Folge. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.